Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück auf diesem Kanal Let's Survival. Und heute geht es mal wieder um Shadow und eine Shadow News vom 4.7. Ich habe ein paar Tage zusammengetragen, was so aktuell für neue Informationen vorliegen. Und ich möchte heute mal folgende Punkte anfangen. Also, der erste Punkt wäre, was ist Shadow? Für alle, die mit Shadow nie Berührung hatten. Und wozu oder wofür wird es denn oder wofür ist es gedacht? Ne? Zweitens wäre die Konfigurationen und die Preisgestaltung, die aktuell vorliegen. Was ist aber für die nahe Zukunft geplant? Und die Aktivierungszeiten, die ja aktuell sehr hoch waren. Die meisten mussten bis 2022 warten. Es hieß, dass sie bis 2022 warten sollten. Warum war das so und was ist jetzt anders? Aktuelle Besteller, was passiert mit denen und der Rabattcode, der quasi, wenn man sich dafür entscheiden würde, ein paar Euro spart. Also, fangen wir kurz an. Hier auf Let's Survival beschäftigen wir uns schon seit längerem, seit 1.10.2019 mit Shadow. Shadow ist ein Cloud Gaming oder sagen wir mal, ein PC, der in der Cloud aktuell läuft und auch laufen soll. Das ist ein vollwertiger Windows 10 PC, den man konfigurieren kann, verstellen kann, den man benutzen kann, wie man möchte. Es gibt ein paar Einschränkungen. Data Mining zum Beispiel ist verboten. Crypto Mining ist verboten. Also dementsprechend nur fürs Gaming, ja, oder fürs Arbeiten. Dafür ist es gedacht. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, dass man Dual-Screen machen kann oder Multiscreen heißt das. Man kann mehrere Monitore in Shadow aktivieren. Wenn man mehrere angeschlossen hat, werden diese auch erkannt. Und man kann dann mit denen arbeiten. Also Multiscreen. Ich habe hier zwei Monitore. Beiden läuft dann aktuell parallel Shadow. Gleichzeitig. Man kann auf diesem Windows 10 PC alles machen. Wie gesagt, PC-Spiele installieren, von wo man möchte, GOG, oder ich binde hier ein Laufwerk per USB über Internet ein und kann von hier aus eine CD einlegen, die auf Shadow installieren. Ich kann aber auch den Stream Launcher, also Steam Launcher oder Ubisoft Connect runterladen. Ich kann auch Origin oder die Windows Games spielen im Windows Store. Also alles möglich. Und es gibt eigentlich kaum eine Grenze. Es gibt ein paar Spiele, die verbieten das, weil zum Beispiel dieser Antivirus-Schutz, der bei Valorant von ganz vorne bis ganz hinten greift, damit das ganze System überwacht wird, das funktioniert bei Shadow nicht. Das sind einzigste Nachteile. Aber alle anderen Spiele funktionieren, weil man eigentlich eine feste IP hat. Und die dann entsprechend auch von den Anbietern nicht erkannt wird, dass es jetzt sich um ein Cloud-Gaming-PC handelt. Also in der Cloud abgespielte Spiele. Die Konfiguration ist, dass wir eine 1080 momentan haben. 256 GB. Wir haben 12 GB RAM. Wir haben Windows 10 Lizenzen mit 64-Bit und wir haben 4 Kerne, beziehungsweise das sind dann 8 Threads, also Hyper-Threading. 4 Kerne, das sind Xeon-CPU, also eine Server-CPU, keine i7 oder so, sondern wirklich eine Xeon-CPU. Für Spielen eigentlich gar nicht so gut geeignet, aber wird aktuell nicht anders gehandhabt. Wie es in Zukunft aussieht, komme ich gleich nochmal dazu. Reicht das denn zum Spielen? Also aktuell habe ich keine Grenze gefunden. Ich spiele auf 1080p. Ich habe auch keine Möglichkeit aktuell mit der Grafikkarte auf 4K zu spielen. Ich habe aber einen 4K-Monitor und ich würde mich natürlich freuen, wenn es in Zukunft dann auf 4K gehen würde. Ich meine, jetzt könnte man 4K einstellen mit einer 1080 GTX geht das schon. Aber die ist dann nicht mehr so schön anzusehen. Also die Grafik muss man runterstellen, sonst leckt's. Die FPS, die schaffen es halt einfach nicht mehr. Und deswegen gab es ja dann die 2080 und später dann auch die 3080 und dementsprechend hoffen wir auch alle, dass es natürlich in diese Zukunft geht. Also aktuell, ich kann alles spielen, auch sehr, sehr hoch, manche Spiele auf nur hoch. Die ein oder andere Grafikeinstellung muss ich auf Mittel stellen, um halt für FPS zu bekommen. Und
Für mich als Streamer reicht das aktuell völlig aus und ich komme da auch nicht an irgendeine Grenze aktuell. Wird in den nächsten Jahren natürlich schwieriger. Mit den Next-Gen-Konsolen hat auch Shadow ein Problem. Und deswegen hat Shadow jetzt eine Initiative geplant. Sie wurden ja gekauft, weil sie ja pleite waren. Sie wurden Konkurs, haben sie angemeldet. Also wirklich ein Insolvenzverfahren. Und sie wurden aber in diesem Insolvenzverfahren aufgekauft von OVH oder OVG. Das recherchiere ich nochmal, einen Moment. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung. OVH Cloud heißen die. Und die sind jetzt die Besitzer von Shadow und haben eine Schwesterfirma, die auch sich um Hardware kümmert und die halt in Rechenzentren die Server ausstattet und wartet. Und dadurch ist es natürlich ein perfekter Partner. Es ist also so geplant, in Zukunft für die 30 Euro bessere Grafikkarte zu bekommen, eine bessere RAM-Leistung, man bekommt eine bessere CPU und wahrscheinlich bleibt es aber bei 256 Grundkonfiguration für 30 Euro. Ja, also man zahlt 30 Euro, bekommt dann halt eine bessere Grafikkarte, eine bessere CPU und besseren RAM, wahrscheinlich 16 GB. Und das heißt, es lohnt sich schon wieder mehr, dann in diese Richtung zu gehen. Jetzt kommen wir zu diesem Problem, das was die Aktivierungszeiten an. 2020 ist ja leider geprägt von unserem Scheißvirus Covid-19. Und dementsprechend ist ja auch die Hardware-Herstellung etwas ins Stocken geraten. Die ganzen Chips, die hergestellt werden sollten, wurden nicht hergestellt, beziehungsweise die Knappheit ist sehr groß. Und der Hardware-Markt ist sehr teuer geworden. Dadurch ist natürlich auch Shadow nicht in diesem Ziel gekommen, wo sie hin wollten, nämlich Cloud Gaming für alle zu erreichen. Weil einfach die Hardware so teuer geworden ist, dass es einfach sich gar nicht lohnt, sie jetzt zu kaufen. Deswegen, da ja die Schwesterfirma ein Hardware-Lieferant ist, wird man von dieser Schwesterfirma die Hardware leasen. Und das ist ein großer Vorteil, denn man muss sie nicht bezahlen, im Sinne von, auch wenn der User abspringt, die Hardware muss weiter bezahlt werden, sodass wenn User weggehen, die Hardware immer noch bezahlt werden muss, sondern wenn der User geht, wird auch die Hardware abgestoßen, kommt ein neuer User, wird die Hardware wieder bestellt und quasi wieder benutzt. In Zukunft soll es so sein, dass man quasi 10, 15 Minuten Vorbestellungszeit hat. Meine Aktivierungszeit waren zum Beispiel 10 Minuten. Das war am 1.10.2019. Und auch dahin möchte man wieder gehen. Also auf dieses Versprechen, relativ schnell, kurzfristig, ungebunden, einen Cloud-PC zu bekommen, weil jetzt gerade, ich bin jetzt mal rum. Zum Beispiel kommt jetzt Elder Scrolls 6 raus und wir wollen alle Elder Scrolls 6 spielen. Ist zwar noch in weiterer Zukunft, aber ist völlig egal, jetzt für das Beispiel. Und ich habe jetzt Bock, das aber zu spielen, aber ich merke, mein Rechner würde das nicht schaffen. Also hole ich mir Shadow für einen Monat, spiele es dann quasi an, spiele es durch oder vielleicht auch zwei Monate und kann nebenbei noch andere Spiele spielen, weil ich habe es ja einmal, Shadow, spiele das dann durch und kann dann eben das wieder kündigen. So, nach ein, zwei Monaten sage ich, oh, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich kündige wieder. Und für die soll es sein, genau die Gelegenheitsspieler, für die soll es dann ansprechen, nicht mehr langfristig planen, 6, 7, 5 Monate vorher bestellen, sondern wirklich eine schnelle Alternative zu sein, statt sich einen neuen PC zu kaufen, nur für dieses eine Spiel, weil man es unbedingt spielen will. Oder eine Konsole zu kaufen, nur für dieses eine Spiel, weil man es spielen möchte und dann verkauft man die Konsole wieder. Das soll so nicht sein. Also wir wollen wieder schnelle Konfigurationen verfügbar machen für die Leute, die sich dann darauf, die darauf Bock haben. Wir wollen schnell verfügbar machen. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich die Aktivierungszeit. Die Aktivierungszeit ist aktuell gewesen bis 2022, weil wie gesagt, wurde ja gestoppt. Dadurch, dass es ein Insolvenzverfahren gab, durfte man ja auch nicht die User neu hinzufügen. Man musste quasi durch dieses Insolvenzverfahren auch stoppen. Und dementsprechend hat sich das nach hinten verschoben, weil niemand wusste genau, wann es jetzt weitergeht und wann nicht. Und jetzt wissen wir es aber. Vor dem 25. November sollen
alle aktuellen aktiviert werden. Also bis dahin sollen die aktuellen Konfigurationen oder Vorbesteller aktiviert werden. Das ist ein gutes Zeichen und das zeigt auch daher, dass hier was vorangeht und dass die Vorhaben, die sie uns so auch intern geschildert haben über Discord, dass die schon sehr in Früchte tragen. Die 30 Euro, die jetzt quasi notwendig sind, die bleiben auch. Also die aktuellen 30 Euro, die werden wir weiterhin abgezogen, auch für die alte Konfiguration. Aber man bekommt ein automatisches Update auf die neue Hardware-Konfiguration. Da wird wahrscheinlich ein Umzug passieren, eine Ankündigung passieren. Auch dazu wieder auf diesem Kanal eine News. Wenn es soweit ist, wird hier auf diesem Kanal natürlich wieder ein Video erscheinen mit den aktuellen Informationen. Vielleicht nicht gleich, sondern wenn dann so ein paar Tage vergangen sind, sodass dann auch die Nachfragen vielleicht schon beantwortet werden können. Man kann meinen Code benutzen, um hier dann dementsprechend reinzugehen. Ich kann euch den Code ja mal sagen. Das ist Daromorphen. Das ist hier einmal da. So, und dann kriegt man 5 Euro Rabatt für den ersten Monat. Dementsprechend, wenn ihr diesen Code hier eingebt, bekommt ihr 5 Euro Rabatt. Statt 30 Euro ist der erste Monat 24,95 Euro und für 99. Und ich bekomme, wenn ihr das behalten solltet, wenn ihr euch entschließt, mehrere Monate es zu benutzen, pro Monat 1 Euro von Shadow, da ich euch ja empfohlen habe oder beziehungsweise ihr über mich darauf gekommen seid. Wenn ihr den Code benutzen wollt, ist es eine Win-Win-Situation für alle drei Parteien, für euch, für mich und natürlich für Shadow. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder ein Like für weitere Informationen, für vielleicht auch zukünftige Gameplays von Shadow zu YouTube und zu Twitch. Unten in der Videobeschreibung seht ihr alle Informationen, auch zu meinem aktuellen Rechner, den ich benutze. Und falls ihr Interesse habt, einfach melden, schreibt einen Kommentar und wir reden einfach drüber. Also bis dann und einen schönen Start in die neue Woche. Und falls ihr, wie gesagt, Lust habt, einfach mal Bescheid sagen. Bis dann. Tschüss.